Spielfelder der Wirklichkeit heißt die aktuelle Ausstellung im Museum Lothar Fischer in Neumarkt. Die Ausstellung gibt erstmals einen umfassenden Einblick in das facettenreiche Schaffen des Malers Helmut Sturm und beleuchtet dabei die verschiedenen Werkphasen des 2008 verstorbenen Künstlers. Also ich glaube, bei Helmut Sturm geht es um zwei ganz wesentliche Aspekte, die in seiner Malerei für ihn auch wichtig waren. Das war einmal natürlich die Bejahung der Farbe. Das sind unheimlich farbmächtige Arbeiten. Lothar Fischer hat mal gesagt, Helmut Sturm ist für mich der Kolorist. Das ist jetzt die Frage, ob man das Wort vielleicht ideal findet, aber es geht immer um Farbe. Beim Maler natürlich, aber bei Helmut Sturm ganz, ganz besonders. Und dann geht es bei ihm immer um die Entwicklung eines Raums von Räumlichkeit auf der Fläche. Also durch diese ganz, ganz dynamischen Schübe, die über die Leinwand hinausgehen, definiert er einen Raum als eine Unendlichkeit durch diese verschiedene Schichtung von unterschiedlichen Malflächen, die auch Räumlichkeit darstellen. Es gibt keine Zentralperspektive, sondern Räumlichkeit wird durch Schichtung von Fläche dargestellt. Und man sieht, finde ich sehr interessant, an Helmut Sturms Arbeiten auch, dass er die Werke immer wieder vornimmt. Er nimmt ja nicht eine Leinwand und malt drauf los und dann ist sie fertig, sondern er malt das Werk, lässt es stehen, malt ein anderes weiter, nimmt es wieder vor. Es ist also ein permanenter Prozess auch der Veränderung. Und ich finde ganz interessant, dass es ja auch so etwas Interaktives hat. Es gab zur Zeit auch Aktionskunst, es war die Zeit der Performance und er arbeitet in Schichten immer wieder an seinen Arbeiten. Und diese Schichtung von verschiedenen Malvorgängen sieht man auch den Leinwand an und das hat was sehr, sehr Lebendiges und was sehr Architektonisches, aber auch natürlich diese Spontanität, die Frische, die Farbigkeit und das macht die Arbeiten von Helmut Sturm, finde ich, sehr einzigartig. Helmut Sturm wird in der Ausstellung mit Plastiken von Lothar Fischer in Szene gesetzt, denn der Maler Helmut Sturm und der Bildhauer Lothar Fischer war neben Heimrat Prem und H.P. Zimmer Mitglieder der 1957 in München gegründeten legendären Künstlergruppe Spur. Sie lenkte mit vielen Aktionen und Manifesten den gesellschaftskritischen Blick auf das damalige Wirtschaftswunderland. Ich finde auch sehr gelungen, dass Skulpturen von Lothar Fischer mit integriert sind. Ich habe gerade vorhin zu Pia Dornacher gesagt, eigentlich versteht man die Malerei teilweise so noch viel besser, wenn man die Plastik, die im zeitlichen Kontext entstanden ist, dazu sieht. Gleich am Anfang der Ausstellung empfängt den Besucher ein lebensgroßes Bild des Malers Helmut Sturm aus dem Jahr 1964, mitten in seinem Atelier. Also das Atelier meines Vaters, das war ein sehr spannender Raum und mich hat es manchmal fast erinnert wie so eine begehbare Skulptur. Es war auf jeden Fall verwandt, die Bilder und der Raum. Und man weiß auch nicht genau, ob jetzt die Bilder so aussahen wie der Raum oder der Raum so wie die Bilder. Es war irgendwie eine Wechselwirkung und mittendrin mein Vater. Und er hatte immer sehr viele Leinwände parallel in Arbeit oder auch Papierarbeiten. Also er hat immer sehr breit gearbeitet. Und zwischendurch wurden die Bilder dann wieder stehen gelassen und dann hat er sie sich wieder mit neuem Blick angeschaut und weitergemalt. Wichtig war der Dialog für ihn, der Dialog mit der Leinwand. Er hat sicherlich angefangen mit dem Bild und hat dann aber vielleicht kam ihm irgendwas anderes, Unerwartetes entgegen. Und das Bild hat eine andere Wendung genommen. Also es gibt auch viele Bilder, die das kann man heute auch noch sehen, dass die in mehreren Schichten angelegt wurden. Und oft ist es so, dass man sieht, dass Flächen wieder zugemalt wurden, dann wieder was Neues drauf kam, dann wieder was weggekratzt wurde. Und das verdeutlicht eigentlich sehr diese Bedeutung des Bildprozesses im Werk von Helmut Sturm.
Zu sehen auch in dem Bild aus der Werkmitte des Künstlers. Die ist im Jahr 1978-82 entstanden. Da sieht man sehr schön, dass er sich in der Arbeit nochmal rangenommen hat, in zwei verschiedenen Jahren dran gearbeitet hat. Und in dieser Arbeit sind sehr, sehr viele Elemente vorhanden, die das Werk von Helmut Sturm ausmachen. Natürlich einmal die ganz besondere Farbigkeit. Dann war immer auch ein Bezug zur Landschaft für ihn nicht unwichtig. Also hier hat man ja fast das Gefühl, das ist wie so eine Schneelandschaft, so eine Bergkuppe. Dann natürlich die Integration von Buchstaben im Bild, die durch die Popart 1964 angeregt worden ist. Es ist eine sehr dynamische Arbeit. Man könnte sich diese Buchstaben, die sich über das Bild verteilen, also man kann ja keinen genauen Schriftzug ausmachen, aber man erkennt einzelne Buchstaben wie das A oder das P oder das R. Und man könnte sich auch vorstellen, dass über den Bild Rand hinaus ein Schriftzug dargestellt wird. Und diese Dynamik und Expansion über eine Begrenzung hinaus war im Werk von Helmut Sturm immer sehr, sehr wichtig. Eines der Lieblingsbilder von Katharina Sturm, verbunden mit lebendigen Erinnerungen an die Zeit seiner Entstehung. Diese wahnsinnig kräftigen Farben, die man hier in grellem Gelb und Rosa hat er da gerne verwendet, die waren also nicht nur auf der Leinwand zu sehen, sondern zum Teil auch bei uns zu Hause. Also es waren, gab Möbel in den Farben, die auch meine Eltern bemalt haben. Es gab Türrahmen und Türen, die in Grün und Gelb lackiert waren. Also es war wirklich alles sehr bunt und ich denke, das hat mich bestimmt auch irgendwie geprägt. Es sind vielleicht auch ein bisschen so Farben, die Kinder gerne mögen. Also ganz interessant ist auch, dass mein Vater gerne mit mir manchmal so am Abend auch zusammengemalt hat. Also das war dann so ganz unkompliziert, einfach auf dem Block und einer hat den Stift genommen und dann wieder der andere. Und das war sicher was, was ihn auch irgendwie interessiert hat, so die Ursprünglichkeit, wie ein Kind kreativ ist und wie das aussieht. Das hat er sicher gerne aufgenommen. Eine Reise durch ein spannungsreiches und erfülltes Künstlerleben. Ausdrucksstarke Bilder, die in allen Schaffensphasen auch einen Blick in das Innere des Malers Helmut Sturm erlauben. Das Gemälde aus dem Jahr 2004, da muss man sich vorstellen, dass mein Vater Helmut Sturm schon ein älterer Mann war, also 72 Jahre alt. Und ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass er sich also auch in einem fortgeschrittenen Alter noch so große Leinwände vorgenommen hat. Das Bild ist fast 2 Meter lang und 1,60 Meter hoch und zählt auf jeden Fall zu den größeren Formaten im Werk meines Vaters. Das Bild ist entstanden ungefähr 50 Jahre, nachdem er an der Akademie der Bildenden Künste in München 1952 als Student angefangen hat. Und für mich strahlt das also eine ziemlich große Ruhe aus, aber es ist gleichzeitig auch sehr intensiv und hat dadurch eine ganz große Kraft. Helmut Sturm, Spielfelder der Wirklichkeit. Zu sehen ist die Ausstellung im Museum Lothar Fischer noch bis zum 4. Juli 2021.